Hallo und willkommen zurück zu Elex 2. Wir werden uns weiter hier im Krater umsehen. Ich hatte jetzt seit dem letzten Mal noch ein bisschen mit den Grafikeinstellungen rumgespielt, aber da ist nicht viel zu machen. Also nochmal zur Erinnerung, ich habe eine GTX 1070 und einen i7 6700K. CPU und ja, die Einstellungen, die kann man hier im Endeffekt setzen, wie man will. Besonders gut läuft es nicht. Es gibt eine Spanne dahingehend, wie unterschiedlich schlecht es läuft. Und ja, wenn OBS aufnimmt, dann wird es dadurch auch nicht besser, sage ich mal. Aber ja, da lässt sich leider nicht wahnsinnig viel tun. Wir werden mal hier den Krater weiter erkunden. Und ja, mal schauen, wen wir denn hier sonst noch so treffen. Andererseits. So, ja, müssten wir noch. Orbit, ja. Reden wir mal mit dem. Ich glaube, da darf ich aber nicht durch. Hast du dich verlaufen? Der obere Distrikt ist gesperrt. Du kannst also kehrt machen. Geht das auch ein bisschen freundlicher? Nein. Warst du nicht mal Torwache bei den Klerikern? War ich, aber als der Hort gefallen ist, musste ich umdisponieren. Wie du siehst, bin ich mir treu geblieben, mit minimalen Anpassungen. Damals musste ich noch krumme Dinger drehen, um an Splitter zu kommen. Jetzt kassiere ich ab, sobald einer Scheiße baut. Wenn du also stehlen, prügeln oder morden willst, nur zu. Am Ende gewinne ich. So, so. Lass mich durch. Nicht ohne guten Grund. Und ich glaube nicht, dass du einen hast. Dachte ich mir. Hau ab. So, ich schätze, ich habe mit einigen der wichtigen Leute Magalans gesprochen. Was wohl der alte Mann dazu sagen würde? Ah. Okay, mit dem könnte man natürlich auch nochmal reden. Ist ja jetzt schon eine Weile her. Da ist der Blade wieder. Also dieses obere Viertel. Moment, da gucke ich gleich nochmal. Ah, hier darf ich nicht rein. Ja. Das wurde auch Zeit. Also da darf ich nicht hin. Das hier ist das obere Viertel. Okay. Na gut. Das sieht ja auch sehr einladend aus hier. Da war was. Die nehmen wir mit. Skibor. Mit dem müssen wir später nochmal reden. Ja, da hatte ich ja auch das Fragezeichen für den gesetzt. Der ist halt hier mein Her- und Herlaufen. Guck mal noch, ob wir hier irgendwas anderes finden. Da sind wir, glaube ich, am letzten Mal schon gewesen, ja. Ich traue mich gar nicht, darüber zu reden. So habe ich das noch nie gesehen. Und dann haben wir jetzt hier diese, naja, Sumpffläche. Gucken wir uns hier mal um. Heiltrank. Kommt man aber nicht durch. Da ist doch was. Geld. Und Speere.
Okay, und hier? Nix. Mhm. Da haben wir auch einen Doppelteil. Hey, wo willst du hin? Ich will zum Duke. Ist das so? Ist schon gut, Bully. So, du bist also dieser Kerl. Ich hab von dir gehört, aber ich hab gedacht, du wärst größer. Mhm. Du bist Baxter, der Duke von Arteris? Du bist Baxter, der Duke von Arteris. Höchstpersönlich und in Farbe. Was machst du hier in meiner Stadt? Man sagt, du hättest vor vielen Jahren das Fort von Tavar regiert. Ja, lange ist's her. Und ich sage dir, noch einmal lasse ich mich nicht von meinem Thron stoßen. Wenn du hier bist, um Ärger zu machen, dann hast du dich geschnitten, Freundchen. Ist das der Grund, warum du hier draußen anzutreffen bist? Ist das der Grund, warum du hier draußen anzutreffen bist? Du meinst, warum ich nicht in meiner Halle in der Mitte der Stadt bin? Hector, meine rechte Hand regelt die Dinge der Stadt. Währenddessen kann ich mich hier um wichtigere Dinge kümmern. Und das wäre? Dafür zu sorgen, dass Arschgeigen wie du hier keinen Aufstand anzetteln, zum Beispiel. Okay, du hast einen Strohmann auf deinem Thron sitzen und kauerst hier im Schatten. Du hast einen Strohmann auf deinem Thron sitzen und kauerst hier im Schatten. Reiß die Fresse nicht so weit auf, Freundchen. Ich habe keine Ahnung, was du hier bei uns zu suchen hast. Aber ich kenne dich. Wäre nicht das erste Mal, dass du eine ganze Stadt in Aufruhr versetzt und das Oberhaupt stürzt, nicht wahr, Jax? Ich hatte nie vor, jemandem zu schaden. Das ist zu viel der Ehre. Du Penner hast es einfach nicht drauf. Das ist die Wahrheit. Das ist zu viel der Ehre. Mit der Machtübernahme der Berserker im Fort hatte ich nichts zu tun. Logan, der damalige Duke von Tavar, hat sich von einer Übermacht von Edan-Kriegern aus seinem eigenen Hauptquartier vertreiben lassen. Tatsächlich? Wie auch immer, ich trau dir nicht. Du bist ein Grenzgänger, ein Außenseiter und hattest nie wirklich einen Anführer, dem du die Treue gehalten hast. Du kennst mich nicht. Vielleicht nicht, vielleicht aber doch. Männer wie du sind gefährlich. Ich werde dich im Auge behalten, Freundchen. Rekrutierst du auch neue Leute? Nicht, dass ich mich denen jetzt anschließen wollen würde, aber... Rekrutierst du auch neue Leute? Ich rekrutiere hier gar nichts. Darum kümmert sich meine rechte Hand in der Halle. Wenn du einen Tribut vorzuweisen oder wichtige Neuigkeiten von draußen hast, dann immer her damit. Ansonsten verpiss dich. Arteris scheint das einzige Land zu sein, das von den fremden Eindringlingen bisher... okay. Arteris scheint das einzige Land zu sein, das von den fremden Eindringlingen bisher größtenteils verschont worden ist. Du meinst diese dunklen Bolzen, die vom Himmel gefallen sind und die ihre Höllenbrut über uns gebracht haben? Wir haben schon genug von diesen Viechern platt gemacht. Aber es kommen immer wieder neue. Die reinste Plage ist das. Doch haben sie bisher noch keinen dieser Türme im Krater errichtet. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es so bleibt. Wenn irgendwo Scheiße passiert, dann sind wir Arschgeigen hier unten meist die Ersten, die sie abkriegen. Was gedenkst du gegen die Eindringlinge zu unternehmen? Was glaubst du denn, du Penner? Wir werden uns verteidigen, solange es geht. Ende der Ansage. Was sollten wir auch sonst tun? Es ist ja nicht nur euer Problem. Hey, warte mal. Du bist doch nicht hier, um mit mir über eine Zusammenarbeit mit den Alps, Berserkern oder so eine Scheiße zu diskutieren, oder? Lass es besser, sonst ramme ich dir meinen Stiefel in deinen Arsch, klar? Die anderen Gilden haben sich nie um uns Outlaws geschert. Sollen sie verrecken.
Na gut. Da dürfen wir anscheinend zugreifen. Was soll der Mist? Das ist auch kein Stehlen. Dann nehmen wir die Sachen doch dankend an. Das gehört sich nicht. Och. Baxter, der zottelige Jäger macht Ärger. Er weigert sich, vernünftiges Fleisch zu besorgen. Seiner Meinung nach bezahlen wir ihn zu schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das tun sollten. Ansonsten bringen wir ihn um und geben einem anderen den Job. Die zweite Option wäre zumindest meine erste Wahl. Dieser ranzige Fraß ist auf jeden Fall eine Beleidigung für jeden Darm. Da dürfen wir nicht hin. Was ist denn hier los? Ja, ja, ich gehe schon. Ja, ist los ab. Okay, okay, okay. Okay, also das wäre das, naja, Hauptquartier. Sehr spektakulär. Wahrscheinlich hier gut mit Ratten zu kämpfen. Oh, hier haben wir auch ein bisschen was zu mitnehmen. Wieder Speere. Kriegshammer. Ich müsste wahrscheinlich mal gucken, was man von den Waffen am besten verkaufen kann. Ich meine, immerhin gibt es ja kein Gewichtlimit. Aber das ist wahrscheinlich ganz gut Geld, was man dadurch bekommt. Da sind noch mehr Dode. Mhm. Da haben wir noch mehr Kaffeebohnen. Sehr schön. Sid ist tot. Okay. Eine Warnung erhalten. Okay, dann gucken wir mal. Propagandamaterial. Wo finden wir die denn? Achso, das war jetzt wieder ein Log. Warnung da. Wenn ich mich richtig erinnere, lautete der Befehl, gelang ins Vor und tritt als falscher Lehrling auf und nicht komm mit leeren Händen zurück. Du hast die Wahl. Jag dir eine Kugel in den Kopf oder die Kopfgeldjäger übernehmen das. Versuch nicht, mich umzustimmen. Ja, 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 das waren wir dann wohl schuld. Dem hatten wir gesagt, dass er sich das abschminken kann. Das war für ihn nicht sehr zuträglich. Okay, da können wir nicht nach unten. Okay, das wäre dieses tolle Haus gewesen. Was haben wir hier noch? Da war ich aber schon. Da ist nichts. Okay, nächstes Haus. Das ist auch wieder so eine Luxushütte. Energiezellen. Wir haben ja aber ordentlich Kram rumliegen. Okay. Na. Da ist nix. Stellt sich da ein bisschen blöd an. Wieso greift er denn nicht zu, wenn er da hochfliegt? Hm. Okay. Dann haben wir da. Das kann man eigentlich nicht wirklich als Gebäude bezeichnen. Okay. Ja. Da haben wir ein Gebäude.
Leichtes Schloss. Na, okay. Beschädigte Streitaxt und einen Hut. Können wir den Hut anziehen? Wo ist er? Rüstung. Naja, gut, Gift, mit Gift haben wir es jetzt nicht so häufig zu tun. Also nehmen wir den mal. Die Gasmaske sollten wir halt behalten. Okay, da ist aber auch nichts weiter. Dann gehen wir zu diesem Haus. Ja, das ist so nicht der Hit da. Das sieht ein bisschen stabiler aus, aber das ist dann auch schon. Ne, da müssen wir noch hin, glaube ich. Ne. Scheiße. Wieder so ein sinnloser Kommentar, der komplett aus dem Zusammenhang irgendwie kam. Okay. Klebeband. Ich müsste ja eigentlich schon an diesem Waisenhaus vorbeigekommen sein, wenn... Oder das ist halt hier auch noch irgendwo in dem Sumpfgedöns. Oder es ist in dem oberen Viertel, wo wir nicht hinkommen. Honig. Dino. Der ist noch gut, der Kartoffelsalat. Und eine besondere. Die müssen wir stehlen. Nein, lassen wir sie hier. Toilettenpapier. Okay. Das. Na, haben wir schon so ein bisschen, aber. Ne? Da ist ein. Attributstrank, glaube ich, oder? Trank des Gauners. Den kippen wir uns auch direkt mal rein. Gerissenheit. Nicht schlecht. Platsch. Okay. Nächstes Gebäude. Ein bisschen dunkel hier. Ich hoffe mal für die Waisen, falls es denn tatsächlich ein Waisenhaus gibt, hoffe ich mal für die, dass die nicht hier in dem Sumpf hängen. Elex, Dino. Ein Bild. Mächtiger Heiltrank. Speere. Und nochmal Kaffeeboden. Sehr gut. Okay. Dann geht's da noch zum in den Süden zu einem weiteren Haus. Ja. Das hört sich auch eigentlich so ein bisschen danach an, als wenn der Sound fürs Schreien aus einer falschen Richtung käme. Pfeile.
Hier ist jedenfalls haufenweise Kram in diesen ganzen versunkenen Häusern. Nicht, dass das super viel wert wäre, wobei der eine Attributstrank ja schon ganz ordentlich war. Aber okay. Ja, und das andere hatten wir soweit dann alles. Da stehen noch zwei Typen drauf, aber ich glaube, das sind... Dieser Schrotthaufen ist wirklich das Letzte. Ja. Was beschwerst du dich? Wir haben Kohle, genug zu fressen und eine Unterkunft. Willst du etwa wieder durch die Wälder streifen? Sag mal, bist du blind? In jeder Matratze warten Wanzen auf dich und einmal falsch abgewogen, schon fletscht so ein Mist wie die Zähne. Ja und? Nimm die Hände aus der Hose und schlag sie tot. Wofür hast du dein Eisen? Hast ja recht. Mach's gut. Okay, also da haben wir jetzt nichts mehr. Dann gehen wir mal zurück. Nicht zu Crane. Wir hatten auch keine Händler mehr, also müssen wir wohl woanders schauen, dass wir das kaufen. Aber wir konnten noch das Geld für die eine Tante da besorgen. Das haben wir, ja. Kopfgeldjäger? Momentan nicht. Ach so, Hank. Okay. Wo war denn das? War das hier? So. Scarlet. Und? Hast du die Summe? Ja. Weih mich in deinen Plan ein. Gut. Den Rest klären wir dann in meinem Büro. Mit vollen Taschen zieht man Ungeziefer magisch an. Und auf weitere Zuhörer können wir verzichten. Hier entlang. Mhm. Du bist nicht von hier, oder? Nein. Ich schon. Diese Müllhalde ist das Letzte. Aber deine Splitter sind der Weg nach draußen. Naja, wir sind gleich da. Dann stelle ich dir den Rest der Truppe vor. Das sieht nach einem tollen Hauptquartier und Büro aus. Da wären wir. Gefällt's dir? Ja, richtig heimelig. Das hier. Nennst du ein Büro? Also nicht. Nun, dann habe ich noch mehr schlechte Nachrichten für dich. Ihr könnt rauskommen, Jungs. Helft mir, ihn blank zu putzen. Die Kohle hat er dabei. Ihr habt ja nichts verloren. Ich hoffe zumindest, dass Kaya dieses Mal mithilft. Hört sich aber zumindest dann noch an. Das Problem ist nur, dass ich keinen Schlag aushalte. Ja. Ja gut, das kann natürlich nicht funktionieren. Nom 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 nom. Ich meine, es wäre ja schon ein Wunder, wenn ich auch nur einen von denen getötet bekommen würde.
Ja, das ist, ja. Also, das sollten wir nicht machen. Die Logik von denen verstehe ich aber auch nicht so ganz. Also, wieso sollte man... Ich war ja auch bereit, das Geld zu bezahlen für was. Also, wieso sollte man mich dann noch platt machen? Also, naja. Moment, da liegt noch... Ist noch was zu mitnehmen. Dann nehmen wir das doch. Wir hatten aber noch... mit... Also, wir sollten den Kram für Crane besorgen. Einen Siedler zu liefern, ja. Da sollten wir noch vorbei. Der Kinderhort. Ah, das ist wirklich in der Mitte, da kommen wir nicht hin. Mit dem Dieb, da müssten wir auch prügeln, kommen wir auch nicht hin. Im Süden Kraterrand. Und dann gucken wir da mal vorbei. Das könnten wir vielleicht machen. Das sieht aber auch gefährlich aus. Kopfgeld. Ja, und die Lebensmittel hier. Dafür müssten wir noch Kaffeebohnen und Dosenfleisch besorgen. Kreaturenfänger, Beruhigungsmittel. Dixon ist mein erster Gegner. Ich sollte ihn aussuchen. Aha. Ja, wir sollten ja noch das hier wegbringen. Wo ist das? Hier oben. Aha. Okay, dann gehen wir da mal hin. Mit der Tante, da sollten wir dann auch noch reden. Stand ja jetzt hier auch gar nicht bei. Naja, müsste ich mir auch noch aufschreiben. Da haben wir ein Fliegeding. Das machen wir mal gerade kaputt. Zwei Fliegedinger. Okay, hier hält ein bisschen mehr aus. Nummer eins. Lass ruhig schießen. Achtung. Ja. Naja, viel aushalten tun die nicht. Ja, okay. Geht's aber noch ein bisschen weiter. Da werden wir mal nicht hingehen erstmal. Schwefel. Asse, okay. Alter Friedhof. Ah, wir sollen Blumen ans Grab bringen. Na, das ist ja...
ein bisschen unerwartet. Okay. Amadeus. Der hat eine Gothic Box da liegen. Die anderen erkenne ich jetzt nicht und da steht auch nicht Gothic drauf. Oder? Da steht irgendwie Heroic drauf, aber das ist das Gothic-Bild. Ich glaube, das eine ist... Es könnte Sacred sein, das macht aber eigentlich keinen Sinn, oder? Hm. Okay, also vielleicht war das eine, wo ich mich vorher mal gefragt hatte, was das ist. Ist das doch ein Spiel gewesen, aber der Name war anders. Nachricht. Meld dich, wenn du da bist. Mhm. Kaputte Tastaturen von Bobo. Becky. Foto eines Zeichengebäudes. Mhm. Ist das was für unsere Karte? Da ist ein Fotoapparat. War da gerade was zum Mitnehmen oder... War das nur dieses Klettern-Symbol? Hm. Alex. Naja, triggert da zumindest jetzt nichts mehr. Eine Ente mit dem Hut. Da. Untersuchen. Sophie und Mathilda. Hier liegt also Dixons Familie. Na gut. Ich schätze, das war es, was Dixon von mir wollte. Hm. Ich bin hier fertig. Na gut. Ja, ist nicht der solideste Friedhof. Oh. Friedhof, da. Dreckiger Zettel. In dieser Scheißgrube ist nichts außer ein paar morschen Knochen. Schöner Mist. Wer immer diese Zeilen liest, wenn euch ein Typ mit blondem Haar und einem Poncho begegnet, glaubt ihm kein Wort und vor allem zahlt ihm nicht einen Splitter für seine ach so wertvolle Schatzkarte. Aha. Aber was sind das für Gestalten? Hey Arschloch, hier drüben! Hallo. Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Aber ich hab den anderen gleich gesagt, früher oder später flennt er sich am Grab seiner Alten aus. Dale, der sieht gar nicht aus wie Dixon. Fresse halten! Natürlich ist er das. Warum sonst hat er das Gemüse dort abgelegt? Ich glaube, sie hat recht. Das ist er nicht. Klappe zu! Ich bin der Boss und ich weiß, wen ich vor mir habe. Warum fragst du ihn nicht einfach? Ich gebe hier die Befehle. Du da, bist du Dixon, ja oder nein? Sagst du mir, wer euch geschickt hat? Erst sagst du mir, wer euch geschickt hat. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Raus mit der Sprache. Bist du Dixon? Ich bin nicht der, den ihr sucht. Ich bin nicht der, den ihr sucht. Ach, wirklich? Und wie heißt du? Jax. Weißt das? Der Name bedeutet Ärger. Lass uns abhauen. Nichts da. Wir bringen das jetzt zu Ende. Ohne mich. Ich bin raus. Bleib hier. Der verscheißert uns doch. Oh, langsam wird es mir zu bunt. Wenn ich deinen Kopf abliefere, werde ich wissen, ob es der richtige war. Ich mach's kurz. Tut garantiert nicht weh. Sehr gut. Okay. Jetzt geht's schon.
Nicht schießen! Passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Okay, der ist kaputt. Neue Stufe. Die ist hier aber ganz gut am Umrösten. Aber dieses Mal kämpft die halt mit. Aber lang macht sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja. Ist wieder aufgestanden. Vorsicht. Na gut. Schlechter Klinge. Dale. Okay. Robert. Haben wir hier sonst noch was? Hatten die noch irgendwelche Waffen dann fallen lassen? Nee. Aber da oben sind noch Kisten oder sowas. Okay. Und da geht's dann irgendwo hin. Ja, okay. Werden wir jetzt nicht tun. Also wir müssen mit Skibor irgendwann reden. Und wir müssen halt mit dieser Tante reden, die uns da irgendwo hinlockt. Und was mache ich jetzt? Ich steck mir eine an. Was du machst, ist mir egal. Na ja, klar. Es gibt eine neue Bedrohung auf dem Dorf. Eisenerz. Nichts ist gewiss. Jetzt zerbricht dir darüber doch nicht den Kopf. Wenn wir nicht zusammenhalten, sind wir verloren. Outlaw, Outlaw. Deutlicher sage ich das nicht. Da ist der Typ, der sich vergessen hat. Und hier war die. Okay. Wie hieß die? Scarlet. Okay. Mit Scarlet im Krater reden. Und war das mit dem Kopfgeldjäger? War das Dixon? Kopfgeld für Dixon? Sollte ich mich darum kümmern? Für den hatten wir ja gerade erst die Blumen abgelegt. Mal gucken, ob wir nochmal mit ihm reden können. Schweigen ist eine Tugend. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir als erstes zu dem Dixon zurück und gucken mal, ob der irgendwas Neues hat. Noch eine andere Sache. Wir sollten ja
diese Nachrichten da dranhängen. Das eine hatten wir auch, glaube ich. Worte des Glaubens. Mehr gibt es nicht zu tun. Und hier, Dixon wäre ein Kandidat für die Kleriker. Die wollen das. Das sind jetzt drei Quests für Dixon. Okay. Und, ja, vier. Den müssen wir ja auch noch zu einem Faustkampf oder überhaupt für einen Kampf herausfordern. Okay. An einen Einsiedler, wo war das? Okay, das ist aber wirklich fernab. Das können wir erstmal vergessen. Gut, gehen wir erstmal zu diesem Dixon zurück. Und schauen wir mal, ob sich dadurch dann auch irgendwas anderes ergibt. Verdammt! Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Ja. Aber da müssen wir auch dann wieder hin zu dieser Basis. Wir hatten da ja jetzt irgendwie mit allen geredet. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr. Das war der hier. Nero hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja. Nero hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Alles andere hätte mich auch überrascht. Aber noch ist keine Ratte zu mir durchgedrungen. Du erzählst mir das doch nicht etwa, weil du selber scharf auf die Splitter bist. Nein, ich will dich für die Kleriker gewinnen. Nein, ich will dich für die Kleriker gewinnen. Habe ich was an den Ohren? Was soll ich? Den Klerikern beitreten? Ja, pack deine Sachen. Das kannst du knicken. Typen wie ich dienen bei denen nur als Zielscheibe. Hast du etwa vergessen, was ich alles auf dem Kerbholz habe? Ich bin Menschenjäger, kein Heiliger. Die erwarten keine weiße Weste. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wird daraus nichts. Wenn ich jetzt die Biege mache, sitzt mir ein Haufen Abwerber im Nacken. Und mit denen im Schlepptau kann ich nicht bei den Klerikern anklopfen. Ich gebe dir Begleitschutz. Das wird nicht reichen. Solange ich bei Gosta als Kämpfer gelistet bin, sitze ich hier fest. Und wo ist das Problem? Dann kämpfst du eben nicht. Wenn ich ihm abspringe, habe ich erst recht ein paar Bluthunde am Arsch kleben. Das musst du mir erklären. Morkons, die bei ihm als Wettkämpfer gelistet sind, gehen einen Pakt ein. Und den kann man nur auf eine Art auflösen, indem man kämpft. Wer sich nachträglich weigert, wird zum Abschuss freigegeben. So einfach ist das. Mhm. Wegen der Lieferung? Wegen der Lieferung. Du hättest mir ruhig sagen können, dass deine Frau tot ist. War mir nicht sicher, ob du die Aufgabe dann übernehmen würdest. Warum war dir die Sache so wichtig? Weil meine Frau und meine Tochter das Einzige sind, was mir im Leben etwas bedeutet hat. Hab ihr zum Geburtstag immer ein paar Blumen geschenkt. Bin nie dahinter gekommen, warum sie so verrückt nach dem Grünzeug war. Aber es hat sie glücklich gemacht. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Ich bin außerdem noch ein paar Kopfgeldjägern begegnet. Sie dachten, ich wäre du. Was, sind die blind? Du siehst mir ja nicht gerade ähnlich. Erzähl das dem Kerl, den ich beerdigen musste. Hör zu, Kumpel, ich weiß, dass ich dir viel zugemutet habe. War nicht meine Absicht, dass du in die Schusslinie gerätst. Nichts für ungut, ja? Kein Problem. Schon gut, kein Problem. Danke, auch im Namen meiner Familie. Hier,
Aus der persönlichen Reserve. Okay. Fragen wir hier mal. Wie ist deine Familie umgekommen? Verbrannt. Wie ist das passiert? Wenn ich das wüsste, war damals für Nero unterwegs. Offene Rechnungen eintreiben, das Übliche eben. Als ich zum Krater zurückkehrte, war nur noch Asche von unserer Bude übrig. Stand sprichwörtlich vor dem Nichts. Und niemand kannte den Grund für das Feuer? Nein, das war aber auch nicht nötig. Hast du dir die Hütten im Krater mal angesehen? Ein Funke oder ein Kurzschluss reicht, um dort etwas in Brand zu setzen. Bin froh, dass all das hinter mir liegt. Hab seinerzeit jede Menge Stims in mich reingepumpt und gesoffen wie ein Loch. Eine Scheißzeit war das. Geblieben ist nur noch mein Drang zur Kippe. Wer weiß, vielleicht hilft der Glaube der Morkons ja, auch dieses Laster loszuwerden. Okay. Nicht schlecht. Eventuell muss ich den erst im Duell besiegen, damit das andere funktioniert. Ich kann es ja nochmal probieren, aber ich glaube nicht, dass es es wird. Lass uns kämpfen. Du willst einen Kampf? Du kriegst einen Kampf. Das ist kein Faustkampf gewesen. Ins Herz und Ende. Naja, wenn er sich weiter so klug anstellt, könnte das sogar funktionieren. Durchlöcher ihn. Was? Granate? Steht aber wieder auf, oder? Ja. Ist der Kampf vorbei? Steck die Waffe ein. Ja. Kluge Entscheidung. Hab doch gewusst, dass du mir eine Nummer zu groß bist. Besser, ich hänge die Kämpfe für den Moment an den Nagel. Viel Spaß mit meinen Splittern. Vergiss nicht, sie bei Goste einzustreichen. Nicht so schnell. Der Kampf ist gelaufen. Machst du dich jetzt zu den Klerikern auf? Ich weiß nicht. Ich dachte, die Morkons wären die letzte Station in meinem verpfuschten Leben. Lass mich erst mal eine Nacht darüber schlafen. Dann sag ich dir, ob ich die Stiefel schnüre. Wo drückst du dich? Was sollen diese Ausreden? Wovor drückst du dich? Kumpel, auch wenn du von der schnellen Truppe bist, gilt das nicht für mich. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich will nicht, dass noch einer dazukommt. Ein paar Stunden kannst du mir schon noch geben. Na gut. Muss ich wohl. Morgen habe ich eine Antwort von dir. Hast du. Hand drauf. Schon gut. Dein Wort reicht mir. So. Dann sollten wir mit Gosdas reden. Keine Ahnung, wo wir den finden. Was war hier? Na, das wollte ich erstmal aufschieben. War hier irgendwas? Nein. War das hier hinten, dieser Arena-Typ? Es kommt, wie es kommen muss. Die Menschen waren damals offensichtlich sehr weit entwickelt. Waffenhändler? Zeig mir deine Waren. Sicher. Na, das ist nichts, was wir brauchen. Verdient hat er das nicht.
Bist du Gostas? Ne, ist Attila. Wegen der Arena. Was denn? Hilfst du mir jetzt, sie wieder zum Laufen zu kriegen oder nicht? Venya weiß auch nicht, warum die Kreaturenfänger so lange brauchen. Und was denkt sie dagegen zu unternehmen? Ich helfe ihr dabei, sie zu finden. Du gibst mir wirklich Rätsel auf. Kein Morkon und doch hilfsbereit. Wenn du der Meinung bist, du kannst ihr helfen, dann mach das. Mal sehen, ob ihr zwei die Sache geregelt bekommt. Okay. Darüber schweige ich mich aus. Dann gehen wir mal runter. Dann können wir auch nochmal bei Händlern vorbeischauen, ob die Kaffeebohnen dabei haben. Hier war noch ein anderer Typ, der Gostas gewesen sein könnte. Ne, es war Viktor. Geh mir aus dem Licht. Okay. Dann... Wer warst du? Alexei? Die Wachen, die Resistenten, allesamt unfähig! Was ist mit dir? Willst du noch länger rumstehen oder endlich etwas tun? Langsam. Was liegt überhaupt an? Ich habe es satt, dass ich der Einzige bin, der für die Gefangenen einsteht. Gefangene machen es das eine, sie zu versorgen das andere. Wenn nicht bald etwas geschieht, verhungert auch noch der Rest von ihnen. Und eine Leiche wird niemals den Willen Ravaks verkünden. Hilf mir, das zu ändern. Hilf mir, sie zu versorgen. Okay, das können wir ja sicherlich tun. Warum ich? Warum ich? Weil du gerade da bist. Also... Ja. Gut. Was muss ich tun? Ich sag dir gleich, das wird keine Kleinigkeit. Wir müssen sicherstellen, dass die Gefangenen genug zu beißen kriegen. Und das kostet. Hör dich nach Morkons um, die bereit sind, einen Teil ihrer Splitter zu spenden. Klingt machbar. Denkst du? Ravak hat uns mit Sturheit gesegnet. Eine einmalige Spende wird nicht reichen. Es müssen regelmäßig Splitter fließen. Erwarte besser nicht so viel. Gerade nicht von den Resistenten. Wenn du noch etwas wissen willst, frag. Ansonsten versuchen wir unser Glück. Triff mich später hier oder such mich irgendwo in der Grotte. Okay, das war jetzt eigentlich nicht, was ich hier wollte, aber... Okay. Wegen der Gefangenen. Ja? Ja, genau. Warum lässt du sie nicht einfach frei? Kommt nicht in Frage. Ich will unsere Gemeinschaft stärken, nicht schwächen. Sie sollen Ravak als ihren Herrn anerkennen und ihn nicht bekämpfen. Wer glaubst du, wird auf einen Teil seiner Splitter verzichten? Niemand hat hier wirklich viel. Du wirst also auf Widerstand stoßen. Und den Resistenten ist jeder Gefangene ein Dorn im Auge. In ihrer Welt existieren nur Ketzer, keine zukünftigen Brüder und Schwestern. Die Händler kannst du dir sparen. Die übernehme ich. Nur ohne Tengis Zustimmung denke ich nicht, dass es was bringt. Und ihn und mich verbindet nicht gerade eine Freundschaft. Aber wenn du denkst, du kannst ihn überreden, nur zu. Kann ich auch etwas spenden? Natürlich! Jedes bisschen hilft. 200 Splitter? Ich hab's anders überlegt. Okay. Wache. Na gut, also haben wir jetzt nochmal eine extra Quest. Dann sollten wir hier nochmal zu den beiden gehen. Vielleicht wollen die ja was spenden. Die Gefangenen verhungern. Was glaubst du, wie egal mir das ist? Eine Schande, dass wir diese Ketzer überhaupt in unser Reich lassen. Und jetzt lass mich in Ruhe.
Und du? Alexei braucht Elixit. Was erzählst du da? Ich kenne Alexei. Der würde sich nie bereichern. Die Splitter gehen auch für die Gefangenen drauf, nicht für ihn. Ach, jetzt verstehe ich. Ich werde ihm einen Teil meiner Splitter zukommen lassen. Es ist nicht viel, aber es macht mich auch nicht ärmer. Danke. Mhm. Okay, dann reden wir mal mit dem hier. Geh mir aus dem Licht. Das war nicht so erfolgreich. Dann reden wir mit... Immerhin ploppen hier die Texturen nicht mehr auf. Dann reden wir mal mit den beiden. Das, da geht nichts Neues. Da. Alexei braucht Spenden für die Gefangenen. Und da kommst du zu mir? Schon vergessen, dass du das Duell gegen mich gewonnen hast? Gab ja sicher ein hübsches Preisgeld. Er braucht regelmäßig Splitter, ein paar reichen ihm nicht. Abdrücken kann ich schon ein paar, so ist es nicht. Ich weiß schließlich, was die armen Schweine durchmachen. Aber ich will auch keinen Ärger mit den Resistenten bekommen. Deshalb wird's nur eine kleine Summe. Nicht, dass sie sich daran stören. Hast du etwa Angst, ein Risiko einzugehen? Na schön. Was habe ich schon zu verlieren? Je mehr Leute von außerhalb Morkons werden, desto besser. Muss ja nicht jeder einen Stock im Arsch haben, wie es bei den Resistenten der Fall ist. Alexei wird zufrieden sein. Versprochen. Naja, es macht dann nicht so viel Sinn eigentlich, wenn er jetzt einem Kleriker wird, aber okay. Und du? Alexei hat Probleme, die Gefangenen zu versorgen. Er irrt, wenn er auf Ravaks Gnade hofft. Seine Schützlinge taugen nur als Blutopfer. Verschwende keinen Gedanken an ihre Rettung. Ihr Fleisch ist verdorben. Also versündige dich nicht, indem du dich mit seinem Vorhaben gemein machst. Ja, ist ja gut. Alles, was er braucht, sind ein paar Splitter. Mildtätigkeit und Nächstenliebe. Ugh, widerwärtig. Was Alexei in Anspruch nimmt, steht nur Ravak zu. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass du deinen Zehn schon entrichtet hast. Meine Taschen sind leer. Meine Taschen sind leer. Leer wie dein Schädel, wenn du glaubst, mich belügen zu können. Du trägst mehr als genug bei dir, also halte mich nicht zum Narren. Ich spende nichts. Ich spende nichts. Glaubst du, ich lasse dir eine derartige Frechheit durchgehen? Du wirst wie jeder deinen Obolus entrichten oder die Konsequenzen tragen. Also, ich warte. Was passiert denn dann? Zarina missfällt dein Verhalten. Ich brauche meine Splitter selbst. Töricht und dumm. Die Kurzsichtigkeit deiner Entscheidung wird dich schon bald einholen. Dessen bin ich mir gewiss. Mit einem Lächeln werde ich dann das Blut kosten, das deiner Strafe entspringt. Naja, okay. Das war also nur Geblubber. Dann, naja, wir können ja mal sagen, dass wir zwei gefunden haben, aber wahrscheinlich wird das zu wenig sein, das war zu einfach. Gehen wir hier noch gerade rüber und reden mit denen. Ich brauche Splitter. Ah. Nicht nur du. Okay. Den Rattenfraß kriegt ja keiner mehr rum. Alexei braucht Elixit, um die Versorgung der Gefangenen sicherzustellen. Bei Ravak. Ich war noch nie ein Freund davon, dass wir unsere Neuzugänge wie Kreaturen halten. Aber ich bin zu alt, um zu glauben, ich könnte etwas daran ändern. Das nicht, aber deine Splitter würden ihre Situation verbessern. Weißt du was?
du hast recht. In meinem Alter verlieren Splitter ihre Bedeutung. Sollen die Gefangenen von ihnen profitieren? Danke. Ist schon krass eigentlich, wie viel Aufwand die in eine so eine Quest gesteckt haben. Also, beschwer dich nicht. Du verdienst doch genug an uns. Und die Gefangenen haben nichts. Was hält Tengis von der Sache? Es geht um dich, nicht um ihn. Selbst wenn ich wollte, ist sein Wort bindend. Er muss nichts davon erfahren. Er erfährt alles. Immer. Ich werde nicht ohne Splitter gehen. Dann kannst du lange warten. Und dann geht er auch schon. Okay. Wegen der Gefangenen? Wegen der Gefangenen. Ja? Ich kriege niemanden mehr überzeugt. Na, dann laufen wir noch weiter. Das, versuchen wir dann noch fertig zu bekommen. Hier war noch einer. Irgendwo da hinten. Alexei braucht regelmäßig Splitter für die Gefangenen. Warum werben er und seine Männer überhaupt noch Außenweltler ab? Hier werden sie sowieso nicht glücklich. Nicht solange es Resistente gibt. Du hilfst also nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich wollte dir nur meinen Standpunkt aufzeigen. Wenn ich ihre Situation verbessern kann, will ich das tun. Alexei kann auf meine Unterstützung zählen. Oh, okay. Das waren anscheinend dann alle. Aber ja, haben wir mit ordentlich vielen Leuten reden können und müssen. Für sowas doch Triviales. Müssen wir den Typen wiederfinden. Mal gucken, ob der wieder hier unten ist. Jawohl. Wegen der Gefangenen. Ja? Ich konnte genügend Morkons überzeugen, für sie zu spenden. Ausgezeichnet! Glaub mir, schon bald werden aus den Gefangenen aufrechte Diener unseres Herrn werden. Und das Blut unserer Feinde wird ihm zu Ehren fließen. Ich danke dir im Namen aller Abwerber. Nur gibt es nichts, womit ich dir meine Dankbarkeit ausdrücken kann. Dir muss also genügen, dass du für das Richtige eingetreten bist. Ja. Tut es aber nicht. Ich will einen Teil der Spenden. Freut mich, ja. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Hast du. Im Gegensatz zu allen anderen. Kannst dir auf die Schulter klopfen. Das ist mein voller Ernst. Okay. Ja, ob das der Gesamtsituation so dienlich war, wage ich zu bezweifeln. Aber okay. Wir haben ordentlich Erfahrung bekommen, würde ich mal sagen. Ja, wieder ein Drittel oder so von der Stufe. Wir haben halt auch noch diesen einen Punkt. Damit würde ich halt erstmal gerne noch Schlösserknacken steigern. Wir müssen uns hier aber auch nochmal weiter umsehen auf der unteren Ebene. Bei den Händlern vorbeischauen. Gucken, dass wir die Nahrung für den Krater kaufen können eventuell. Und gucken wir mal, ob wir hier dann auch noch Schlösser knacken lernen können. Da muss ich dann mal nachschauen, wo der Händler sich dafür befindet. Ja, das... Ah ja, und mit dem Dixon müssten wir dann auch nochmal reden. Aber müssen wir mal schauen. Eventuell kommen wir dann später wieder. Jedenfalls soll es das für dieses Mal gewesen sein. Neue Folgen mal montags, mittwochs und freitags. Gerne auch den Kanal abonnieren. Und damit sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.